Der erste Teil der großen Indochina-Reise führt nach Vietnam. Das Land wird noch immer von der damals siegreichen kommunistischen Partei regiert, hat sich aber dem Westen geöffnet und erlebt einen unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung. Die einstige südvietnamesische Hauptstadt Saigon, heute Ho Chi Minh-Stadt, ist die Wirtschaftsmetropole. Zwischen modernen Hochhäusern stößt man auch immer wieder auf Bauten aus der Kolonialzeit, wie das von den Franzosen erbaute Opernhaus oder die Hauptpost. Die Stahlkonstruktion der Schalterhalle wurde von Eifel entworfen. Mitten auf dem davorliegenden Platz steht die Kathedrale Notre Dame. Rund 7 Millionen Vietnamesen sind Katholiken. Der einstige Präsidentenpalast ist heute ein Museum. Südlich von Saigon kommt man in das Mekong-Delta. Bis zum Bau dieser Brücke im Jahr 2000 war es nur mit Fähren erreichbar. Heute kann man auf kleinen Booten Entdeckungstouren unternehmen. Nordwestlich von Saigon, nahe der kambodschanischen Grenze, steht der Haupttempel der Cao Dai-Sekte, die in Vietnam rund 7 Millionen Anhänger hat. Sie ist eine Mischung aus verschiedenen Weltreligionen und sieht sich als eine Art Überreligion. Danach begeben wir uns auf den berüchtigten Ho Chi Minh-Pfad. In den Resten des weitläufigen Tunnelsystems können sich die Touristen in die Lage der damaligen Guerillakämpfer versetzen. Hoi An war im 17. Jahrhundert eine bedeutende Hafenstadt mit vielen chinesischen und japanischen Handelsniederlassungen. Als der Hafen zu klein wurde, fiel es in einen Dornröschenschlaf und ist deswegen die einzige noch halbwegs original erhaltene Stadt in Vietnam und deshalb Weltkulturerbe. Größte Attraktion ist die überdachte japanische Brücke. Sie ist rund 400 Jahre alt. Entlang der Hauptstraße gibt es eine ganze Reihe sehenswerter Tempel und Kaufmannshäuser. Am Abend gibt es unten an der Hafenfront eine farbenfrohe Lichterschau. Rund 60 Kilometer südwestlich von Hoi An liegt Mison, die alte Hauptstadt der Champa-Kultur. Diese hatte ihre Blütezeit vom 8. bis zum 13. Jahrhundert. Die ursprünglich noch gut erhaltenen Bauten wurden im Vietnamkrieg stark zerstört. Auf der Weiterfahrt nach Da Nang kommt man an den Marmorbergen oder auch Berge der fünf Elemente vorbei. Auf einem der Berge findet man eine Reihe von Pagoden und Höhlentempeln. Das Museum von Da Nang bietet eine umfangreiche Sammlung von Fundstücken aus der Champa-Kultur. Die Straße nach Hue führt über den 500 Meter hohen Wolkenpass, der seinem Namen alle Ehre macht. Hue war von 1802 bis 1945 die Residenz der vietnamesischen Kaiser. Die Zitadelle mit der verbotenen Stadt zählt zum Weltkulturerbe. Haupteingang des eigentlichen Palastbezirks war das Mittagstor. Im dahinterliegenden Taihua-Palast wurde der erste Kaiser Qianlong 1806 gekrönt. Während der Tet-Offensive 1968 wurde ein großer Teil der verbotenen Stadt zerstört. Die Tempel im südlichen Teil sind besser erhalten. Mit am sehenswertesten sind die etwas außerhalb liegenden Kaisergräber. Der kinderlose Tu Duc nutzte seine Grabstätte auch als Alterswohnsitz. Vor dem Grabmal stehen, wie üblich, Mandarine, Pferde und Elefanten Spalier. Dahinter führt eine von Drachen flankierte Treppe zum eigentlichen Grabmal. Die Nachfolger von Tu Duc waren praktisch Marionetten der Franzosen und deswegen im Volk nicht sonderlich beliebt. Das Grab von Cai Dinh, der 1925 starb, ist das letzte Kaisergrab.
Sein Nachfolger musste 1945 abdanken. Im Zentrum Hanois liegt der See des zurückgegebenen Schwertes, an dem eine sagenhafte Schildkröte verehrt wird. Kaiser Li Taito, der von 1909 bis 28 regierte, gilt als Gründer der Stadt. Nach einer Legende erschien ihm ein weißes Pferd, das ihm einen geeigneten Platz für den Bau einer Festung in dem sumpfigen Gebiet zeigte. Die St. Josephs Kathedrale wurde 900 Jahre später von den Franzosen errichtet. Das Stadtleben ist vielfältig. So wird in einem kleinen Park schnell mal ein Hahnenkampf abgehalten. Improvisierte Bordsteinküchen konkurrieren mit den etablierten Restaurants. Mit Unterstützung der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich hat man versucht, einige der alten Geschäftshäuser und Tempel zu restaurieren. Das Quan Chuong-Tor aus dem Jahr 1749 ist das letzte von ursprünglich 21 Stadttoren. Auf einer Insel im Westsee, dem größten See der Stadt, liegt die Tan Kwok-Pagode. Sie ist einer der ältesten und wichtigsten buddhistischen Tempel Vietnams. Im Regierungsviertel steht das Mausoleum von Ho Chi Minh, in dem man allerdings nicht fotografieren darf. Da ihm der alte Regierungspalast zu pompös war, ließ er im Park ein bescheidenes Stelzenhaus errichten. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Hanois ist die nahegelegene Einsäulenpagode. Sie symbolisiert eine Lotusblüte. Der markante Erweiterungsbau des Ethnologischen Museums ist ins Stocken geraten. Es gibt aber eine interessante Freilandausstellung mit Bauten aus dem ganzen Land, wie dieses Grabhaus. Die Figuren stellen die wichtigsten Leistungen des Toten dar. Auch das in Hanoi sehr beliebte Wassertheater kann man hier kostenlos verfolgen. Der sogenannte Literaturtempel ist eine im Jahr 1070 gegründete Universität. Im mittleren der fünf Höfe stehen Pavillons mit von Schildkröten getragenen Stelen, auf denen Namen und Prüfungsergebnisse der Absolventen aufgeführt sind. Der nördlichste Punkt unserer Reise ist das Bergland an der Grenze zu China. In der Umgebung von Lao Cai leben verschiedene ethnische Gruppen. Man erkennt sie an den meist farbenprächtigen Trachten, die sich erheblich vom übrigen Vietnam unterscheiden. Der Wochenmarkt ist beliebter Treffpunkt für die Bewohner der meist abgelegenen Bergtäler. Die Frauen nutzen jede kleine Pause, um den mitgeführten Hanf zu verarbeiten. Viele Dörfer sind nur auf beschwerlichen Fußwanderungen zu erreichen. Dabei erweisen sich die von Kindern angebotenen Stöcke als durchaus hilfreich. Von einem Weg kann bei diesem Wetter eigentlich keine Rede mehr sein. Hier kann man das Gefälle erahnen. Interessant sind hier unter anderem die Reismühlen. Ist der Behälter mit Wasser gefüllt, geht der Hebel nach oben, der Behälter wird entleert und der Hebel schlägt zurück auf den Reis. Die Halong-Bucht ist mit ihren rund 2000 meist unbewohnten Inseln Weltkulturerbe und eines der beliebtesten Reiseziele in Vietnam. Nur wenige der Inseln kann man betreten, wie diese, mit einem Tempel auf dem Gipfel. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist die Hang Sum Sot-Grotte. Sie stand lange Zeit unter Wasser, was zu einer ungewöhnlichen Vielfalt verschiedener Formationen geführt hat. Das Besondere an der Halong-Bucht ist aber doch ganz einfach die Fahrt durch die Inselwelt.